Peace Leute, was geht ab? Ich bin's Kevin. Ich bin's Marvin. Und heute neues 3 Uhr nachts Video. Und oh yes, zwar Leute. Es gibt bei Mc's ein neues Happy Meal. Und zwar das Pikachu Happy Meal war das? Ne? Genau, Pikachu. Pokémon Pikachu, Pikachu Happy Meal. Edition. Ganz verrückt. Und Leute, wir sind jetzt auf dem Weg um 3 Uhr nachts, um das verfluchte, beziehungsweise das Happy Meal einfach zu testen. Pikachu Happy Meal. Gab es das schon? Alter, ich glaube, das gab es noch nie. Bei Pokémon Edition hatte ich noch nie was. Ja, Mann. Wir testen das heute und mal gucken, was da Nices drin ist. Und das Ganze um 3 Uhr nachts. Mal gucken, ob was Creepy-mäßiges passiert. Genau. Was hatten wir letztes Mal nochmal für ein Happy Meal? Slenderman, Leute. Slenderman, das war ja echt. Da haben wir bestellt. Und das kam ja zu uns einfach. Nach Hause geliefert. Einfach vor der Tür war das. Ja. Diesmal aber fahren wir zu McDrive. Weil wer mein Mac ist, der hat lange auf. Eigentlich 24/7, ne? Ja. Und da holen wir das Menü diesmal um 3 Uhr nachts und gucken, ob was Creepy-mäßiges passiert oder nicht. Bin gespannt, ob sich was ändert, wenn wir jetzt selber mal dahin fahren zum McDrive. Ja, Mann, Leute, jetzt schon mal fetten Daumen hoch für mehr 3 Uhr nachts Challenges. Yes. Leute, lang ist es her, dass wir mal wieder hier waren, bei unserem Mc's. Genau, ey Leute, wisst ihr noch die Zeit, wo wir bei den Videos immer bei Mc's waren, wir so mal wieder hier, mal wieder hier. Und wir waren jeden Tag gefühlt. Und heute ist mal wieder soweit. Ja. Oh, sieht doch schon ein bisschen creepy aus hier so leer. Ja, sehr leer. Genau, auf jeden Fall holen wir jetzt das Pikachu Happy Meal. Ich hoffe, die haben das am Start. Ich bin gespannt, was er am Schalter sagt. Chef, so haben wir nicht oder ausverkauft. Oh, das wäre mies, ne? Dann aber es ist sehr leer. Müssen wir irgendwo hinfahren, wo es das gibt. Genau. Weil es gibt es auf jeden Fall. Ja. Und krass. Ja, Mann. Mal sehen, was wir bekommen. Ja, Mann. Ey, haben die hier modern? Ist da Kamera, Bruder? Ey, Leute, ist da auch Kamera? Boah, ist modern geworden. Ich glaube, die haben auch Kamera. Einmal bitte das Pokémon Pikachu Happy Meal. Hamburger? Eine Cola. Krass. Das wär's. Leute, die haben das einfach. Krass. Einfach so? Wir haben das, Mann. Krass, Mann. Ey, ich bin echt gespannt, Mann. Wow. Okay, Leute, wir machen gleich Review. Krank, boah, keiner hier, Alter. Das geht ja ab. Ich kam gar nicht zum Staunen, weil ich mir so dachte, der sagt ganz normal so, das hat sich so normal angefühlt, das jetzt zu bestellen. Aber eigentlich dachte ich mir so, was geht ab? Die haben das, Alter. Ja, krass. Okay, Leute, wir sehen uns gleich. Leute, wir haben jetzt das Happy Meal gekauft. Das ist am Start. Und oh, yes, Leute. Hier eine Cola kam dazu. Was ist das? Ein Fruchtsaft? Ja, ich glaube, der ist dabei. So. Und ein Strohhalm, ne? Das war's, glaube ich. Das war's, in der Box, ne? Ist unser Stuff. Hat irgendwie... ja nur ein Spielzeug. Das ist ein Spielzeug bekommen. Wo ist das? Wo ist das? Hey. Ah, ich glaube, Innending drin. Ah, hier drin? Dann gucken wir gleich, Leute. Bevor wir das Happy Meal öffnen, wollten wir noch jemand von euch grüßen. Und zwar Cuphead. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt und hier im Video eingeblendet werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, kommentiert Hashtag Glocke aktiv und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr habt die Chance, hier im Video eingeblendet zu werden. Viel Glück! Und ja, wir haben das Happy Meal hier am Start. Ich würde sagen, irgendwie ist hier nichts Pikachu-haftes, ne? Ja, ich dachte gerade, weil das Ding gelb ist. Ist da irgendwas? 100% aus Frucht, Apfel, Nektarine, Erdbeere. Boah, warte, den muss ich kurz probieren. Probier ich hoffe, da ist nicht wieder eine schwarze Suppe oder so drin. Ja, doch, riecht ganz normal. Viel Glück. Und? Lecker? Ruchtig lecker. Okay, ey, wir gucken jetzt hier rein, ne? Okay. Ich bin gespannt. So. Bis jetzt sieht alles normal aus, nichts creepy auf das. Haben wir hier? Also die Soße, Mayonnaise. Dann haben wir hier. Warte, was? Tropft da irgendwas? Oh. Yo. Bro. Wow! Wow! Leute! Das ist doch ein Handabdruck! Was? Oh mein Gott! Was ist das denn? Das ist am Tropfen! Digga! Was ist das? Digga, das sieht aus wie Blut, aber ich hoffe, das ist Ketchup, Mann. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ist das ein Handabdruck? Schreibt es in die Kommis, Leute, ist das eine Hand? Alter, schreibt das mal in die Kommis, Mann. Bro! Das sieht wirklich aus wie eine Hand, so. Doch, oder? Leute, was sagt ihr? Hast du das angefasst, Alter? Nein, Mann, ich habe da fast angepackt. Bro! Okay, Leute, das ist schon das Erste, was creepy ist. Okay, Leute, es geht schon los hier um 3 Uhr nachts. Wir gucken jetzt weiter rein, Mann. Reingucken. Also, ein... Oh, was ist das? Ein Hamburger? Ein dampfender Burger. Leute! Mein Gott, Alter! Leute, ein sanfter Burger! Hey, warte, guck vorher rein, wollte gerade sagen. Sieht gut aus, oder? Was sagst du? Sieht stark aus. Boah, was sieht der oder was? Mm. Oh mein Gott. Und die Pommes sehen Bombe aus. Pommes? Und die schönen Pommes noch hier. Oh, schön salzig und lecker. Und, oh, was haben wir hier? Leute, ein Pokémon-Ball! Wow! Wow! Ein Pokéball! Komm, schnapp sie dir! Pokémon! Okay, ein Pokémon-Ball ist hier einfach. Oh mein Gott, was geht ab? Leute, Pommes. Gönn dir, Dicke. Willst du eine Mayonnaise? Nein, Mann. Okay, Blut. Pass auf, ne? Oh mein Gott, ich hab dran gepackt. Okay. Auf jeden Fall, Leute. Das ist der Pokéball, ne? Okay, alles war normal. Ein Burger, Pommes, ein kleines Kindergetränk war hier, eine Cola, ein Pokémon-Ball und eventuell Blut oder was auch immer das war. Sah so aus auf jeden Fall. Ein Händeabdruck, blutig und ein Pokémon-Ball. Ey. Bro, oh, nice. Was meinst du? Was könnte da drin sein? Da muss jetzt eigentlich Pikachu drin sein, oder? So ein kleiner Inhalt. Ich stelle vor, Pikachu.
Er muss doch. Oder so ein Pikachu-Monster oder so. Was redest du? Aus dem Buchstaben. Wir gehen um 3 Uhr. Chill mal. Nimm ich mal in Acht. Mach mal jetzt dieses Pokémon-Ding auf. Okay, Mann, ich mach's jetzt auf. Als ob der jetzt irgendwas. 3. Oh. Jo. Wow. Pikachu. Pikachu. Was war das? Jo. Ey, da war doch was. Da ist was runtergefallen. Moment, ich muss ihn sitzen. Was war das? Das ist Pikachu auf jeden Fall. Bro, sieht der irgendwie creepy aus oder so? Leute. Pikachu, Happy Bee. Pikachu. Den legen wir. Boah, wie süß. War süß, ne? Ich tu den wieder da rein, nicht, dass wir den verlieren. Okay. Ey, Leute, da war irgendwas. Da ist irgendwas. Stefan, wir kommen da nicht dran. Stefan, das ist eine wichtige Notiz oder so. Moment, ich komm da dran. Oh, ich sehe da was, ja. Siehst du? Ja, ich brauche nur einen Stab oder so. Warte. Ah, ich hab's halt. Ja, geschafft, Leute. Leute, Zeit. So, der kleine Zettel ist auf jeden Fall wieder zurück. Das war da einfach drin. Ich will wissen, was da jetzt draufsteht, ne? Was zur Hölle? Gucken wir uns jetzt an, das Ganze. So, mal sehen, was da drin ist. Hm? Bro, bitte nicht Koordinaten, gruseliger Wald. Oh mein Gott, safe Koordinaten. So, welche Nummer? 0157666. Wir müssen die zensieren, okay, die Nummer. Die, ist jetzt zensiert die Nummer, ich hab die noch nicht. Was, ganz 666? Dann, die fängt mit 666 an, ja, willst du mir sagen jetzt? Ja, nach der Vorwahl 666. Steht da noch irgendwas? Guck mal auf der Hinterseite. Nichts, nur diese Nummer. Sollen wir da auf WhatsApp schreiben? Ich würde sagen, wir schreiben die Nummer genau jetzt. Leute, ich habe jetzt die Nummer in WhatsApp eingespeichert und wir sehen... Oh mein Gott, da sieht man schon ein gruseliges Bild. Jo! Guck dir das an, Leute! Leute! Was zur Hölle ist das? Was ist das für ein Bild? Bro! Leute, das ist Pikachu, mit dem wir gerade schreiben. Ich muss ihm schreiben. Oh mein Gott. Ich muss ihm schreiben. Ja, was soll ich schreiben? Was schreib, willst du? Wir haben deine... Nummer gefunden. Nummer im Pokéball gefunden, oder? Genau, so wie es war. Bam. Mal gucken, was er jetzt schreibt. Bro, der ist auch online einfach. Der ist einfach online? Bruder. Oh mein Gott, der ist online. Ey Leute, mal gucken, wann der schreibt. Pikachu, der. Er schreibt. Jo. Boah, ich schreibe schnell. Leute, mal wie der aussieht. Was meinst du, was will der von uns? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das schon gruselig. Guck mal das Bild von dem. Mario Dachs, Alter. Okay, Teufelsmiley. Was soll das denn? Kann nichts Gutes bedeuten, oder? Junge! Hör, der ist offline! Hör, der ist gegangen! Schreib was, Mann! Ja, warte. So, schreiben! Was soll das? Er ist online! Was willst du, oder? Was willst du von uns? Eben, wir haben die Nummer gefunden. Was will der Mann? Bam! Oh mein Gott. Wow, der schreibt ja schon. Schreibt direkt. Wie schnell, der ist voll aktiv, Mann. Bro. Hat die ganze Nacht gewartet. Ich will spielen! Was für ein Spiel, Mann? Ich will doch nicht mit dem Spiel, so wie der aussieht. Ich schwör. Willst du schreiben, was willst du spielen? Ja, also, das ist eigentlich das Sinnvollste, ne? Ja, ich glaube schon. Oder warte noch. Eigentlich ist das Beste, was man schreiben könnte, ne? Ja, schreib. Was willst du denn spielen? Nee, bitte nichts Hartes, Mann. Oh mein Gott, Mann. Was will der? Okay, der schreibt noch nicht. Jetzt überlegen oder was? Nee. Schreibt. Jetzt kommt's, ey. Der schreibt einen ganzen Roman. Ich will mit euren Köpfen spielen? Meint Bro! Wow! Meint ist er das Köpfen? Was? Hä? Was meint er damit? Also, der hätte zwei Smileys gemacht. Ja, ich will nicht spielen. Ich will. Also, ich will meinen Kopf noch behalten. Ne? Wenn der ich das will hat. Nicht spielen, Mann. Ich will auch nicht spielen. Sollen wir einfach sagen, wir wollen nicht spielen? Ja, oder? Oder erst mal fragen, was... Oder schreibt wieder. Er schreibt weiter. Ich wollte gerade fragen, fragt mal, was meint er damit mit den Köpfen da oder Smileys? Mit euren Köpfen, oder? Also, glaube ich jetzt auch. Der hat jetzt nicht mehr definiert, was der genau meint, aber... Bro, er hat aufgehört, wieder zu schreiben. Hey. Was ist los mit dem? Okay, schreib wieder. Ja, warte mal, vielleicht erklärt er das mal, was er meint. Jo! Leute, ich will nicht, dass mein Kopf rollen geht. Nein, auf gar keinen Fall. Wir spielen nicht. Bruder, was geht hier ab? Ich schreibe. Ja, oh Gott. Was soll das? Ist er krank, Alter? Da spielen wir doch nicht mit, Mann. Leute, würdet ihr da spielen? Nein, oder? Was ist das für ein Psycho, Mann? Ey, als ob wir dann spielen, wenn er da noch Messers bei dir macht. Nicht, dass wir beobachtet werden oder ja, so. Ja, Mann, wir müssen jetzt echt schon ab und zu, Mann. Chill, mach das Auto zu, lieber Alter. Ja. Alles verriegeln hier. Mach das Auto zu. Ja. Oh Gott. Jo. Hey, der schreibt wieder. Hä? Er schreibt von alleine, okay. Was will der von uns, Mann? Der Mann. Soll ich schreiben? Kevin will spielen? Wollt ihr spielen oder nicht?
Nein, Mann. Oh mein Gott, nein. Ich will nicht spielen, Mann. Schreib nein, Alter. Ich schreib nein. Warte, hat der geschrieben? Bevor du. Noch nicht nein? Der schreibt gerade. Schreib. Warte noch, bevor du abschickst. So ist. Ja. Ich will gerade hier das Ganze abbrechen. Er schreibt irgendwas. Ja, ich will das abbrechen irgendwie. Das ist mir zu gruselig. Ich hab schon Angst, dass einer das gleiche Auto springt. Das ist mir echt zu gruselig. Leute, würdet ihr spielen oder nicht? Bei so Smileys und Andeutungen. Das ist zu viel, Junge, der kommt mit dem Messer. Dann fordert der doch eine Antwort, ey. Was soll für die Antworten? Okay, ich warte erstmal, was er schreibt. Wenn nicht, wird euch etwas zustoßen. Mach das Nein weg. Mach das Nein weg. Okay, okay. Oh mein Gott. Leute, wir müssen uns beruhigen. Okay. Oh mein Gott. Was sollen wir machen? Soll ich hier. Wir wollen. Ja. Spielen muss ich doch schreiben. Ja, ich schreib das jetzt. Aber friedlich. Ja, friedlich spielen. Gut, dass du das so schreibst. Und gucken, ob er darauf eingeht, dass wir das friedlich lösen können und nicht mit rollenden Köpfen hier, ne? Mit dem Smiley ist ja offensichtlich. Ja, Mann, mal gucken, was er schreibt. Er schreibt. Was geht hier ab, Mann? Pikachu, ich dachte, du bist sehr gut. Sehr gut. Ah, scheiße, okay. Gefallen. Aber friedlich, er ist drauf eingegangen. Friedlich, okay. Okay, er schreibt. Pikachu ist ja eigentlich gut, aber das Bild sagt mir eigentlich nichts. Ja, da habe ich kein gutes Gefühl. Was soll das, Alter? Ich habe auch gedacht, hier so diesen süßen kleinen Pikachu und dann auf einmal kommt da so ein Psycho-Bild. Okay, was erwarten wir auch um 3 Uhr nachts? Ja, es ist 3 Uhr nachts, das ist es wieder, ey. Guck, was er schreibt, Mann. Bevor wir anfangen können, müsst ihr noch etwas für mich tun. Hä? Was denn? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir müssen was für den tun, okay? Was? Ja, frag auf jeden Fall mal nach. Tun. Bro, was will der von uns? Jetzt kommt der bitte geile übertriebene Forderung. Gut, Alter. Okay, schreibt. Ihr müsst mich beschwören. Okay. Wie soll das denn ablaufen? Denkst du, der kommt in den Wheel-Up oder was? Schreibt. Nicht, dass wir hier irgendwie eine. Kleine Figur zum Leben erwecken und dann kommt ein Monster. Bro, was für Beschwören, Alter, was ist mit dem los? Ey, nicht, dass wir hier jemanden wiederbeleben, der vielleicht schon. Ey. Oh mein Gott, das ist. Ich will eigentlich einen Rückzieher machen, ne? Ich will eigentlich einen Rückzieher machen, aber nicht, dass der uns jetzt verfolgt. Nicht, dass uns was passiert, Alter, wir sind in der Zwickmühle jetzt. Bro, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Will der Mann? Ich will das eigentlich abbrechen, ne? Ich will hier gar keine. Aber ich habe auch Angst, dass was passiert. Ja. Beschwören klingt echt langfristig, Mann. Wenn ihr bereit seid, schicke ich euch eine Liste mit Zutaten, die ihr braucht. Yo! Ey, ganz ehrlich, für mich heißt das, den zu nehmen, erwecken oder so. Zu DNA müssen wir da wahrscheinlich hinzufügen. Wenn ihr bereit seid, ich mache erstmal die Aufnahme, stopp, oder? Stopp die Aufnahme und versuche erstmal offline zu gehen und mach einfach Flugmodus rein und. Leute, das ist zu krank, oder? Ja, Leute, wir warten erstmal auf eure Kommentare, bevor wir da weitermachen. Also, Leute, ich würde sagen, ihr müsst mal fetten Daumen hoch geben jetzt. Ja, wenn wir den beschwören, das heißt, wir haben den an der Backe. Also ich will nicht langfristig heimgesucht werden, nicht, dass er zu Hause besucht oder so. Ja, Mann, Leute, deswegen gebt einen Daumen hoch, dann schreibt mir zurück und wir beschwören wenn ihr das Pikachu, wollt. Wenn ihr das wollt, Leute. Wenn wir gemeinsam diese Reise angehen sollen, den beschwören sollen, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch. Ihr entscheidet, Leute. Ihr entscheidet, ob es weitergeht. Folgt uns auf Instagram und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.